Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Die Douglas-Box ist da und auf die Douglas-Box bin ich dieses Jahr jedes Mal sehr gespannt. Denn die letzten Jahre war sie jetzt nicht so prickelnd und dieses Jahr doch hat sie sich sehr verändert. Diesmal dabei ein Beauty for You-Heft mit der neuen Make-up-Linie von Douglas. Inspiration für alle Facetten ihrer Schönheit. Da hat man so ein paar Schminkideen und die Produkte dazu. Ein paar Looks, die man schminken kann, auch für die Nägel. Ja, so Inspirationsheftchen halt dabei. Aber wir sind mehr an der Box interessiert. Wir gucken rein. Stars of Style heißt es diesmal. Na, dann wollen wir mal gucken. Was sind die Stars of Style? So, was haben wir hier? Wir haben zweimal Douglas Hair Repair, Protein Hair Repair. Hier, darf man nicht, muss man dazu sagen. Mit Keratin und Sweet Almond Oil, Shampoo und Conditioner. Okay, ja, nett, Mini-Probe. Dann haben wir Max Factor, Masterpiece Max, High Volume und Definition Mascara. Das klingt interessant. Wir haben NYX The Curve Jet Black, Felt Tip Eyeliner. Das ist ja eine monstermäßige Verpackung für so einen Eyeliner. Und der sieht eh insgesamt monstermäßig aus. Also da bin ich ja mal echt gespannt drauf. Also das interessiert mich echt, wie der funktioniert und zu handhaben ist. Ich bin ja nun wahrlich kein Meister des Eyeliners, muss ich gestehen. Aber mal gucken, vielleicht unterstützt mich solch Form und Handling irgendwie dabei, das doch mal hinzukriegen. So, was haben wir hier noch? Eine Mini-Probe. Douglas Beauty System, Multi-Talent Serum, ja, interessant, was soll das können, kann man kaum lesen, steht auch nicht drauf. Muss ich also nachlesen, was es kann, werde ich aber rauskriegen. Und das letzte, das haben wir hier, ein Nagellack, ein roter Nagellack, muss ein bisschen matt aussehend irgendwie, ob der mir auf den Nägeln gefallen wird, ich weiß nicht. Sehr klassisch, aber eigentlich, da passt eigentlich immer, rot passt immer. So, was haben wir diesmal? Wir haben den Nagellack, wir haben The Curve, das finde ich wirklich interessant, das sieht auch schon echt krass aus irgendwie. Diese Mini-Probe von dem Serum, Hair Repair Mini-Proben und Mascara. Dreimal Full Size, zweimal Proben oder drei Proben. Ja, es ist jetzt eine Box, wo ich insgesamt im Vergleich mit anderen Boxen sagen würde, ist okay, durchschnittlich, alles in Ordnung. Also ich beschwere mich nicht. Ich bin vor allen Dingen scharf auf das Ding hier, das auszuprobieren. Das werde ich jetzt auch als erstes tun. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ist eine stabile Box jetzt. Also die letzten Monate hat sie mich nicht enttäuscht. Wie hat euch die Box gefallen? Vor allen Dingen, hat das schon jemand ausprobiert? Schreibt es mir mal in die Kommentare unten, wenn ja. Und ansonsten, wie euch die Box gefallen hat? Stabil oder machen sie wieder Rückschritte? Schreibt es mir unten rein und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!